der Wachtmeister, Polizei ist von mir, kennt ihr nicht. Kennt ihr nicht? Nur dann schick mal rein. Am Ende unserer heurigen Faschingssitzung angekommen und wir hoffen immer, dass Sie sich zumindest ein bisschen amüsiert haben. Holen wir unsere Gäste dann noch einmal auf die Bühne. Unser Minister Alexander I. und Thomas I. Mädchen, Lara Thürner, Kathi Bertmeier, Sarah Lobranik, Nelly Anni Gützel, Laura Brandstetter, Pamina Dogner, Hanna Mieter, Lena Meierhofer und ihre Leiterin, Magistra und Playbackerin Christa Steiner. Die Firmengruppe und Playbacker mit Anna Gelter, Anja Herzog, Lena Kulde, Nina Lechner, Stefan Oehlinger, Elisabeth Banzenberg, Magdalena Reischer, Leonie Schlegelhofer, Nina Heer und Johannes Spivak. Sie bewahrt Ruhe in der Hektik der Garderobe und sorgt dafür, dass alle den richtigen Ton treffen. Vielen Dank an unsere Mikrolede und Firmling Lena Weichselbauer. Unsere Playbacker Gabriel Schiefer und Rainer Lechner. Unsere Sprachkundler und Playbacker Magister Patricia Kaiser, Elfi Apfelherger, Anna-Maria Spivak und Elisabeth Spivak. Unsere Zaubermagier Playbacker und Tänzer Roman Meyer. Unsere Tänzerin, versteckte Jungfrau und Playbackerin Anna Wörer. Unsere Signora Cucina und Playbackerin Frieda Rabecca. Gabi Reitzenhattner und Judith Schönthaler.
Stadtleitung mit großem Einsatz monatelang im Dienste der Rappelköpfe unterwegs. Liebe Genesungswünsche an unseren Bundeselferat Franz Krenn, der in seinem Bett liegt. Und mit aller größten Bewunderung, meine Damen und Herren, er ist das Herz und das Hirn unserer Rappelköpfe. Er ist seit kurzem Bruno Erdner-Ringträger. Vielen Dank für seine Geduld mit uns. Unser künstlerischer Gesamtleiter, Tänzer, Texter, Gitarrist, Playbacker, leidenschaftlicher Tänzer und keineswegs nur ein alter Sack. Ami. Meine Damen und Herren, für Plakate, Drucksorten und Tischmuck und Reinigung des Heims nach der Plala-Sitzung Gerlinde Pfalzer, Frieda Raubecker, Gabi Krenn, Ira Binder und Rudi Fleischmann. Der Bühnenaufbau tattechnisch unterstützt Franz Krenn haben die Mitarbeiter des Berlitzer Bauhofs. Vielen Dank, Herr Bürgermeister. Für Requisitenspenden vielen Dank an die Tischerei Thomas Kiesel, an die Fleischerei Nötsch. Heute ein bisschen spät gekommen. Und Trachtenbodenartwerk Susanne Bichler. Dankeschön. Unsere Kulissenschieber, Cheftechniker Bruno Schmidt, Ingenieur Erich Spanzenböck und heuer seine Feuertaufe bestens bestand, die Schulrat Josef Bettelnick. Für Licht und gute Akustik, Ewald Herber, Assistent und Gitarrist, David Möhrer. Kommen uns Idees von dieser Veranstaltung kaufen bei Ingenieur Herbert Stefane. Danke. Dass Fotos unseres Treibens gemacht und unter die Leute gebracht werden, vielen Dank an Rudi Müller. Wir danken uns beim Küchenservice-Team um Michi Zwings. Dankeschön. Das Kaffeehaus-Team um Helga Reuscher, Gerda Heuer und Günther Leitner. Für das Sektor-Team Georg und Sonja Bär, Evi und Michael Spieler, Gerlinde und Magister Margret Pfalzer. Für den Kartenvorverkauf bedanken uns hier bei Regina und Hermann Wüttrich und ihrem Team. Dankeschön. Wir bedanken uns bei der Freiwilligen Feuerwehr Bernitz, die für unsere Sicherheit gesorgt haben. Dankeschön. Für das Garderobe-Ensemble von Wege zum Wohnen. Herzlichen Dank. Musikkapelle mit Christian Krenn und Rudi Bichler. Liebe Leute, bitte vergessen Sie nicht. Der Humor nimmt die Welt hin, so wie sie ist. Er sucht sie nicht zu verbessern oder zu belehren, sondern mit Weisheit zu ertragen. In diesem Sinne, bleiben Sie noch ein bisschen, unsere Musik wird Sie noch ein bisschen unterhalten, holen Sie sich ein Glas an köstlichen Sekt oder Wein in unseren Bars, kommen Sie möglichst spät und möglichst gut nach Hause und verbringen Sie noch lustige letzte Tage der heutigen Faschingszeit. Vielen Dank und ein aufrichtiges Galat wünsche Ihnen Ihren sehr ergebenen Gittenmeister ganz schön.